Hi Leute, und hier ist wieder eure Suistar. Und zwar geht's heute um die Legacy Master Trophäe. Genauere Beschreibung: über 26 Generationen in einem einzigsten Haushalt fortpflanzen. Das sieht dann im Ungefähren dann so aus, wenn man jetzt hier auf den Stammbaum geht. Sieht das so aus. Da hat man ganz oben der, wo es gestartet hat, und geht dann immer weiter runter. Ich zeige euch jetzt hier eine Vereinfachung, wie man das ganz schnell macht, wo man nicht so viel Zeit braucht. Mit Absicht habe ich hier aus der ersten Generation oder aus den ersten Generationen eine behalten, damit ich eben diese Übersicht habe. Wir sind jetzt bei Generation 9. Es gibt jeweils einmal eine Trophäe für 10 Fortsetzungen und einmal für über 26. Wie das jetzt genau geht, zeige ich euch hier in diesem Video. Und da legen wir jetzt mal los. Als erstes gehen wir hier drauf, auf den PC, adoptieren erstmal ein Kind. Wichtig ist, dass ihr über 25.000 habt, damit ihr immer die Kinder adoptieren könnt. Beziehungsweise über 26.000. Na komm, macht das jetzt hier, da. Ihr müsst auch immer kochen können und ihr solltet einen Geburtstagskuchen haben. So, wir adoptieren das nächste Kind. Spulen das jetzt mal ein bisschen vor, damit ihr das abholen geht. So, gehen da mal ein bisschen näher ran, damit man auch was sieht. Das ist noch nicht ganz gefixt. Müsste normalerweise, sollte da jetzt was anderes dran stehen. Keine Ahnung, warum das nicht geht. So, da habe ich jetzt das Problem, dass das über die Tastatur machen muss. Da wir das hier gerade über PC im Prinzip anschauen. So, das ist die Nummer 10 im Prinzip. Ja, ich nenne sie jetzt einfach nur nach Nummern. Kann man machen, wie man will, wie man es sich am einfachsten merken kann. So. Und da adoptiert man auch schon. Diesen Geburtstagskuchen. Ich hoffe, der ist noch nicht schlecht. Er hat nur ein paar Stündchen. Dann gehen wir auf Geburtstagskerzen hinzufügen bei dem Kuchen, wenn da noch einer da ist. Bei mir war jetzt noch einer da. Nimm im Prinzip die nächste Generation und gehen auf Kerzen auspusten. Da wird er dann auch schon älter. Was ihr nehmt, ist eigentlich egal. Ich nehme mal irgendwas. Das Ganze machen wir jetzt zweimal. Und schon ist er ein junger. So, nächster Schritt. Gehen wir wieder auf den PC. Gehen. Ja, erstmal die Rechnungen bezahlen. Die sind anscheinend auch schon da. Das gehört jetzt natürlich nicht dazu. Der Schritt. Aber das mache ich halt jetzt einfach geschwind. Gehen dann wieder auf Haushalt und gehen wieder auf Adoptieren. So. Und adoptieren das nächste Kind. Good.
spulen das Ganze natürlich wieder ein Stückchen vor. So, das wäre jetzt im Prinzip die 11. Und da macht's auch schon Pling. Legacy-Spieler. Das ist jetzt die Trophäe im Prinzip für die 10 weiteren Generationen. Und dann müsst ihr einfach nochmal 15 weitere jetzt machen. Dann habt ihr die 26. So geht das Ganze. Einfach wiederholen. Ist eine kleine Prozedur. Wird auch ein bisschen dauern, aber geht auf jeden Fall schneller, als wenn ihr es so hoch spielt. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr wollt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß.